dass man immer noch so viel, sag schon, XP bekommt und Level-Ups ohne Ende, obwohl neuen Charakter, den wir jetzt bekommen würden, sicherlich gerade mal maximal Level 40 sein würde. Gefühlt. So eine Rush-Combo und Assist Attack, joa. Man lernt so deine X-Drive. Ui. Ram, ihr seid definitiv mehr als ein Level up gekommen, oder? Nee. Wirklich nur ein Level up? Drei Sachen? Holy. Oh gut. Ja, ja, ja. Hä, ist sie wirklich weg? Das kann ja nicht sein. Wahrscheinlich hat sie sich durch irgendwelche dunklen Kräfte vervielfältigt und wir haben Klon besiegt oder so ein Spaß. こちらの結末に至ったか。ならば、それで。外の戦闘も終わりかけていますわ。あなたたちの野望もこれまでですわね。犯罪組織は壊滅。犯罪心復活も阻止したわ。Ist kaputt? Ein englisches Wort? Wow, Bösewicht lacht, während er fast am Verrecken ist. Was könnte sein? Ihr freut euch zu früh. Hanzai-Shin-sama-no-fukatsu-wa-tomaranai-so-kono-nikutai-no-shi-o-motte-wareware-no-mokuteki-wa-tasse-sareru. はあ、何言ってるのよ。今更負け惜しみ。我々四天王は犯罪神様によって生み出された存在、肉体を持たない犯罪神様がこの世に触れるために生み出した微小の器、故に死は消滅を意味しない。ただ犯罪神様のもとへと帰るだけ。 それと犯罪神の復活が何の関係が？四天王は器？まさか。そう、これで4つの器が犯罪神様のもとへ帰る。完全ではなくとも復活には十分。それじゃあ私たちが四天王を倒したのがまずかったってことなの？ 倒さなければそのうち完全な犯罪神が復活したいに。どっちでもダメだったってこと？願わくばこの体のまま犯罪神様に仕えたかった。でもこれで。 Magic V W, also meine ich. Whatever. Ja. Kommt jetzt noch was Großes? Also nur mal so, ich werde jetzt so lange machen, bis ich mich wieder bewegen kann, um zu sehen, ob das Event da ist. Dann mache ich nämlich nochmal alles neu. Eventuell wird gecuttet. Bitte lass mich bewegen. Oh. Ich bin gespannt, wie diese Person aussieht. Ob wir die schon kennen, also von dem Sprite her. Chapter 5 cleared. Ich habe das Gefühl, ich darf alles nochmal machen. Nach einem Chapter ein Event noch da zu haben. Hat Chapter 6 Evil's Fading Silhouette. 復活でした. そこまで周到の手を打っていたなんて. やっぱり犯罪神は復活しちゃったんですか? そう考えて間違いないだろうね。 業界墓場からおびただしい量の邪悪な念が流れ込んできているという情報が入っている。やっと犯罪組織を倒したと思ったのに。これから
邪神と言われています。伝承通りであれば間違いなく、ゲーム業界は滅亡することに。物騒な話ね。犯罪組織はなんでそんな神様を復活させようとしてたのかな。一部の人は本当に滅びを求めていたんでしょうね。邪神崇拝なんてのはそういうものだし。 逆に大半の人は何も知らず、ただ利用されていただけ。そう考えると犯罪組織の連中も哀れだね。Ach, soll das jetzt wieder vor sein? Oh. Ich hoffe nicht, dass das dieselbe ist wie aus Rebirth 1, sondern ein anderer vor. Vielleicht, hoffentlich, weil ständig in jedem Teil kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. も賛成。犯罪神くらい私たちなら簡単に倒せちゃうわよね。あんたたちと話してると真面目に考えるのがバカらしくなるわね。でもその通りですわね。いくら考えたところでやることは一つですし、時間がないのも事実です。犯罪神が業界墓場にいる間に何か手を打たなくては。 ゲーム業界にまで踏み込まれたらアウトか。なかなかシビアな案件だね。皆さん、これが最後の戦いになります。無茶な頼み事ばかりして申し訳ないのですが。水臭いよ、イーツ。そんなの気にしなくていいってば。まあ、ゲーム業界を守るのは女神としての当然の仕事だしね。 ルビーの女神として実物の犯罪心には興味がある。ラスボス戦は一番の醍醐味ですものね。楽しみですわ。大丈夫ですよ、イーズンさん。私たち絶対に勝ってきますから。はい、お願いします。皆さんの手で どうかゲーム業界の未来を守ってください。 Uhu, Events sind geblieben, das ist sehr gut. Dann würde ich ja trotzdem weitermachen und irgendwann Karten. Ich sehe jetzt auch einfach Juni. Hat Juni nicht ihre X-Drive schon oder nicht? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Kann sogar sein, dass sie es nicht hatte. Ja gut, ist dann halt so. Und ich werde nicht unbedingt die nicht synchronisierten Stellen synchronisieren, also das lassen wir mal ab sofort. Also viel Spaß beim Mitlesen, würde ich mal behaupten. Wird wahrscheinlich bei diesen Events auch schneller sein als normal, aber ich finde, das geht schneller, weil es von diesen Events ja auch ein bisschen mehr gibt. Von daher, und man den Unterschied von meiner Stimme nicht unbedingt erkennen kann, vor allem nicht jetzt, wo ich einen Hals habe. Wohin wollt ihr denn jetzt wieder? Okay. Dann verbringt man einen schönen Tag hier zwei. Die Frage ist, hat das was mit Technik zu tun? Ja, das ist Netgear, wie sie leibt und lebt. Die Maschinen.
Ich frage mich jetzt wirklich, weil mir wurde ja gesagt, es gibt glaube ich 8 Kapitel und die letzten 2 kann man halt nur in bestimmten Endings halt sehen. Sofern man die Bedingungen erfüllt hat. Aber ich würde jetzt einfach einmal so spielen und dann jedes Ende nacheinander für mich nochmal nachspielen und die Enden wirklich nur nochmal zeigen. Kann sein, dass sich irgendwas zwischendrin auch noch ändert, aber ich werde halt wirklich dann nur die Enden zeigen, beziehungsweise die anderen Kapitel komplett. Nur mal schon so als Vorwarnung, weil es ja gerade in Richtung Finale geht. Anscheinend. Ach Jönje, das bemerkst du jetzt erst. Okay, dann bin ich mal extrem gespannt, was wir bekommen. Aerial Combo Skills. Wenn es hier überhaupt Aerial Combos geben würde. SP Charger 2, Brave S. Das bräuchte ich schon eher. Stark Vita? Ach, eine Combo-Skill zwischen euch. Den würde ich ja ziemlich gerne sehen jetzt. Jetzt erstmal gucken. Commands, X-Drive, Stark Vita. Coupling-Skill, ja gut. Coupling-Skill ist ja jetzt ein bisschen was anderes. Ja, komm. Tun wir einfach mal rein. Frage ist, wen tue ich denn dafür rein? Zeitweise. Oh mein Gott, 5 PB ist die Antwort. So. Basta. Was gibt's jetzt hier für ein Event? But first. Limbox hat jetzt auch ein Event. Lowy auch. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt hier? Oh, oh, ich muss trotzdem mal kurz frisch speichern. Ich habe da nämlich gerade so eine Ahnung. So eine kleine. Ja! Bitte gib mir die X-Drive! Meine Güte. So. Cave hat vielleicht irgendein neues Spiel für sich entdeckt. Die Frage ist nur welches. Okay, anscheinend spielt sie wirklich nicht nur Shooter-mäßig irgendwas, sondern vieles. Und warte mal. Etwas anderes, was man nicht von ihr hätte gedacht. Okay, das Spiel klingt interessant. Ich kenne mich ja mit diesen Spielen allgemein nicht so aus, aber haben wir auch so ein Spiel, das so reagiert? Oder gibt es davon eins? Klingt mich gerade interessant. Nicht, dass ich die Zeit hätte, sowieso auch noch mitzuspielen, aber hey. Och, nur Lily Rank gesteigert. Okay. 5 PB. Please give me your X-Drive. Neue Apps, immer gut. Wozu brauchst du eine Digital Voice Software? Lyric Lloyd Software, okay. Deswegen hört sich 5PB so ein bisschen in Anführungsstrichen robotermäßig an. Nicht so wirklich robotermäßig, aber halt schon in die Richtung. Ganz leicht halt.
Warum nicht? No! Jetzt im Ernst, das könnt ihr doch nicht machen, Spiel. Ich will 5 PBs verdammte X-Drive haben. Ich warte schon viel zu lange darauf. Also gib mir einfach mal eventuell die zweit- oder die beste X-Drive in diesem Spiel. Please. Ah. Naja. Also Caves finde ich bislang wirklich am besten. Auf 5 PBs bin ich noch am ersten gespannt. Jetzt mal gucken, wie der Coupling-Skill zwischen den beiden dann aussieht. Aber leider haben wir viel zu viele Events noch zu grasen. Und ich denke, ich werde dann irgendwo gecuttet haben. Eventuell ist diese Hälfte jetzt ein kleinerer Part. Aber wir werden dann in dem nächsten Part noch die in Planet Tune und Lowy erledigen. Ja, nicht, dass das Event gleich so losgeht. Neptune, IF und Compa. Wahrscheinlich wieder nur Events, um die Affection zu upen. Coupling Level. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es heißt. Gerade kurzen Blackout, was den Begriff angeht. Aber ihr wisst sicherlich, was ich meine, nur um das zu steigern. So, Mono Bear. Ist das ein fucking Ernstspiel? Hast du einfach mal so eine Monokuma-Attrappe hier mit drin? Wie geil ist das denn bitte? So, und dann Lowy wartet uns nur Ram. Mal gucken, was sie denn sozusagen hat. Kann ja eigentlich auch nur Coupling-Level irgendwie so zu steigern, weil wir haben gerade von denen die X-Rave bekommen. Und es ist nur Ram. Keine Ahnung, was da passieren soll, aber die vier Events sehen wir dann im nächsten Part. Wird sicherlich so lange dauern. Und vielleicht schauen wir dann noch ein bisschen im Friedhof rein. Und gucken mal, wer uns da erwartet. Wie wird dort Ephora aussehen? Das werden wir dann aber wahrscheinlich frühestens im übernächsten Part sehen. Also bis dann. Viel Spaß und tschüss. Fangen wir mit Lowy an.